Jahr beschlossen, dass wir unseren Partnern, unseren Gastronomen mit einer Seminarreihe Erfolgreiche Wirte, was das, helfen wollen, auf die schwierigen Themen in der Gastronomie, sprich, was wir alles haben, Dokumentationspflicht seit Neues, und dann die Hygieneverordnung, dann die 8,50 Euro Mindestregelung. Also der Gastronom hat eine Anzahl von Problemen zu bewältigen, neben Personal, neben den Ansprüchen der Gäste. Und wir haben vor gut 10 Jahren gesagt, Herr Rechel, 10 Jahre, den Gastronomen ein bisschen zu helfen mit tollen Seminaren, mit Problemlösungen und wo gute Referenten da sind. Aber es hilft dem Wirt, dem Gastronomen, wenn er Seminare besucht und keiner sagt ihm, ob er es erfolgreich umgesetzt hat. Dann war der nächste Schritt vor circa 4 Jahren, drei, vier Jahren, dass wir gesagt haben, so, und jetzt bieten wir unseren Kunden an, dass wir dem Gastronomen in sein Objekt, seinen sogenannten Mystery Guest schicken. Das heißt, ein anonymer Gast, so wie Sie alle wahrscheinlich schon oft oder immer in Wirtschaften gehen. Und dieser Mystery Guest, der Testesser, soll dem Gastronomen, uns jetzt gar nicht so sehr, sondern dem Wirt selber, ein Spiegelbild geben, wie ein Fremder, eigentlich nicht der Stammgast, sondern einfach der, der durchfährt und sagt, Reinhardshausen, schönes Haus, ich gehe mal rein. Wie war dem sein Besuch? Beginnend von außen, Parkplatz sauber, Speisekarte sauber, Beleuchtung. Wie wirkt das Haus als solches? Nicht lachen, wie sind die Toiletten, wie war der Service und eine Vielzahl von Einzelpunkten, die dann in der Gesamtheit eigentlich prozentuale Bewertung ergeben, und das ausgewertet kriegt dann unser Kunde und er kann damit hoffentlich positiv umgehen und sagt, Mensch, da habe ich Potenzial zu verbessern, da bin ich super. Und wenn er dann in der Summe von 3 Tests im Durchschnitt, in 3 Tests über 90% Zielerreichung hat, das ist sehr viel. Also der Anspruch ist also nicht klein gehalten. Wie gesagt, das sind Einzelpunkte 14, 15, oder? Einzelkriterien? 10 Kriterien und 120 Fragen. Ah, ich sage das deshalb, weil der Herr Rechel ist der Fachmann hier, der begleitet das ganze Projekt und ist da hautnah dabei. 10 Einzelpunkte und 120? 10 Bereiche, ja. Also Außengestaltung, Toiletten, Servicequalität, da gibt es 10 verschiedene Punkte und über 120 Fragen. Okay, also die werden alle beantwortet und bewertet. Und das freut uns ganz besonders. 2 Sachen, die uns freuen. Also Palana darf ja hier erst seit knapp 2 Jahren liefern, glaube ich. Gell? 1,5 Jahr? 1,5 Jahr, genau. Das ist das eine, was uns freut, dass wir in so einem tollen Haus sind. Muss ich sagen, vielen Dank, dass das mit uns gemacht habt. Und das andere ist, ihr seid seit 2015, habt das erste Mal teilgenommen und habt in allen 3 Tests über 90% Zielerreichung gehabt. Das haben wir eigentlich ganz selten, weil gerade am Anfang hakt es irgendwo immer. Und wenn es das Personal ist, die unfreundlich waren oder die einfach das nicht gemacht haben, was der Gast wollte. Also darum kann ich nur gratulieren. Also ihr habt euer Personal super geschult. Das Essen hat mir der Herr Reckl zukommen lassen. War mit Abstand, glaube ich, das am besten bewertete Einzelergebnis, die Qualität des Essens. Genau, und die, alle 3 Tester haben die Qualität der Küche extra hervorgehoben als USP, also als besonders erwähnenswert. Also, das sollte man nicht. In meiner Euphorie und das Essen jetzt bald kommen soll, habe ich eins vergessen. Ihr zwei seid nett und tüchtig und ich habe gelesen, ihr habt tolle Erfahrungen in tollen Häusern, aber ohne den jungen Koch da hinten, weil sie mehrere haben, ohne einen guten Service. Und ich meine, wie gesagt, wir haben ja jetzt 235 Teilnehmer momentan und bei vielen oder bei sehr vielen ist der Service der kritische Punkt gewesen. Also entweder unfreundlich gewesen, weil die provozieren natürlich auch Umbestellungen, Reklamationen. Wie reagiert der Service drauf? Bei euch hier äußerst positiv beurteilt worden. Zusatzverkäufe, werden die getätigt oder nicht? Wenn jetzt das Bierglasl da steht, wird gefragt, darf ich noch eine halbe bringen oder nicht? Das ignorieren sehr viele zum Schaden vom Wirt. Da wird einfach nichts verkauft, nicht aktiv verkauft. Und sowas wird da alles bewertet. Also auch ein Nutzen für den Gastronomen, wenn er sagt, Mensch, da habe ich gar nicht aufpasst drauf. Also uns gefreut es, wenn ihr so weitermacht, also 3 Mal in Folge im ersten Jahr, das haben wir noch gar nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, zeigt aber, dass der Herr Kotnik mit euch gute Partner gefunden hat. Insofern erlaube ich mir, wo ist der Stern? Also, das ist ganz offiziell, Auszeichnung
Stern der Gastlichkeit 2015. Sie sehen, da sind 2, 4, 6, 8, 10 Felder drinnen. Ja, da kannst du noch viel arbeiten. Üben braucht es immer viel. Das ist nur eine Bestätigung, dass ihr auf hohem Niveau arbeitet. Überreichen Sie das, Herr Tant. Das sind der Mädelsstammtisch, also schon die älteren Mädels. Und wir kommen seit 2004 und wir wollten uns ganz herzlich bedanken. Das meiste steht eigentlich da drin, das sage ich jetzt gar nicht mehr. Und ich stehe jetzt da her. Das ist unser Stern. Das ist unser Stern. Wir haben natürlich im Vorfeld schon genutzt, die Zeit, bis der Chef von Palana gekommen ist. Und haben wir den Orden der Gemeinde überreicht. Und da wurde ja wieder zwei gesprochen. Und das Wichtigste von dem, was ich gesagt habe, ist das, ihr habt es verdient. Genau. Ja.